Wie wird ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss eingesetzt? Das ist Frau Kara. In unserem Beispiel ist sie gewählte Abgeordnete der hamburgischen Bürgerschaft, unserem Landesparlament, und setzt sich für die Menschen in Hamburg ein. Frau Kara wurde in der letzten Zeit von Bürgerinnen und Bürgern immer wieder auf einen Steuerskandal angesprochen, über den in der Presse viel berichtet wurde. Doch viele Aussagen zu dem Thema sind widersprüchlich und Frau Kara hat den Eindruck, dass viele Menschen in Hamburg sich fragen, wieso etwas überhaupt passieren konnte. Da Behörden, also staatliche Stellen, beteiligt sind, will sich Frau Kara um die Sache kümmern. Als Abgeordnete ist es ihre Aufgabe, die Regierung zu kontrollieren. Sie spricht mit anderen Abgeordneten. Auch die wollen wissen, was nun stimmt. Die Abgeordneten befragen Expertinnen und Experten im Haushaltsausschuss, denn dort geht es um Finanzthemen. Zwar wird der Steuerskandal in der Sitzung behandelt, doch für einige Abgeordnete gibt es immer noch keine Klarheit. Frau Kara und ihre Fraktion überzeugen ein Fünftel aller Abgeordneten, einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Jetzt muss die Bürgerschaft so einen Ausschuss einrichten. Er gehört zu den stärksten Kontrollinstrumenten der Abgeordneten gegenüber dem Bürgermeister und seinem Senat. Der Ausschuss hilft den Abgeordneten, komplizierte Themen und Sachverhalte eingehend zu untersuchen. Frau Kara leitet als Fachsprecherin für Finanzen den Ausschuss. Jetzt nimmt sie mit anderen Abgeordneten zusammen die Ermittlungen in die eigenen Hände und setzt dabei auch Zwangsmittel ein. Sie dürfen wie vor Gericht Zeugen oder Sachverständige befragen. Doch ein Ausschuss ist kein Organ der Rechtspflege, sondern ein Instrument der politischen Auseinandersetzung. Einige Monate später hat der Untersuchungsausschuss alle Zeugen befragt und die Akten der Behörden geprüft. Gemeinsam mit der Präsidentin der Bürgerschaft präsentieren sie ihren Bericht vor der Öffentlichkeit. Gut informiert können die Fraktionen nun Anträge zu diesem Thema in die Bürgerschaft einbringen und sinnvolle Lösungen vorschlagen. Kurz gesagt, Abgeordnete aus allen Fraktionen tagen in Untersuchungsausschüssen, um ganz spezielle, komplexe Vorgänge zu analysieren und die damit zusammenhängenden Entscheidungen der Regierung nachzuvollziehen und zu kontrollieren. Die Abgeordneten erfahren im Untersuchungsausschuss durch ihre umfangreiche Recherche wichtige Zusammenhänge. Das hilft ihnen dabei, im Plenum eine gute Lösung vorschlagen zu können. So können sie Missstände aufklären und abstellen. Wenn Sie sich für die Ausschüsse der Bürgerschaft interessieren, können Sie die Termine und Ausschussdokumente auf unserer Website nachschlagen.